Was soll das? Ich mach das alles umsonst. Ich bin gerade an meiner eigenen Psyche einfach gescheitert, weil ich zu viel interpretiert habe, anstatt einfach mal zu überprüfen, was jetzt eigentlich los ist. Super Mario Galaxy Cosmos Collapse ist ein Mario Galaxy 2 Hack, welcher sich die originalen Mario Galaxy 2 Level nimmt, sie aber so umbaut, dass es sich wie ein komplett neues Spiel anfühlt. Zusätzlich wird auch noch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad erhöht und ich möchte gemeinsam mit euch alle Sterne sammeln. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was hier der Komet in den Haunty Halls ist. Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu Cosmos Collapse, diesem absolut kreativen Hack. Ich habe auch in den Kommentaren der letzten Folge gesehen, dass ihr das genauso abgefeiert habt wie ich. Also gerade dieser Import von der Galaxy 1 Welt hier nach Galaxy 2, um daraus ein Rätsellevel zu machen. Freut mich tierisch, dass ihr genauso viel Spaß daran habt wie ich. So, das Ganze heißt hier Chasing Shadows in... Oh, Bruder, was ist denn jetzt los? Okay, okay. Warte mal. Also, ich bin permanent am Sprinten. Mario läuft in irgendeinem Highspeed. Ich glaube, ich kann nicht aufhören zu laufen, ne? Was läuft denn hier für Mucke? Was ist das für Mucke, die hier läuft? Also, jetzt mal ernsthaft. Ich habe absolut keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir aber hier... Oh, Bruder, da muss ich zur Seite. Ja, Bro, woher soll man das wissen? Also wirklich, Freunde, wenn ihr die Mucke kennt, gebt mir Bescheid. Ich kenne sie nämlich nicht. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, da ist ein Sternring. Ja, Bro. Das sieht man nicht. So, okay. Jetzt weiß ich, dass es hier lang geht. So, jetzt sprintet Mario instant von alleine. Ja, also ich glaube, ich muss halt hier mich wirklich immer per Weitsprung fortbewegen. Weil ich ansonsten, glaube ich, recht wenig Möglichkeiten habe. Oh, boy, ich wollte hier keine Stampfattacke machen, hier voranzukommen. So, und jetzt wird's hier fast ein bisschen crazy, ne? So, zack, zack, zack. Okay, wir sind hier am Start. Ja, Bro, aber man sieht halt nichts. Oh Gott, und jetzt kommen ja auch noch Silbersterne. Ist das dein gottverdammter Ernst? So, okay, ich habe die Kollegen hier zerstört. Und jetzt? Sind hier irgendwie Silbersterne über die ganze Mission verteilt? Ich habe die einfach nicht gefunden. Hier sind keine Silbersterne. So, jetzt nehmen wir hier den Silberstern mit. So, und jetzt kommt hier das. Aber was jetzt? Muss ich vielleicht den Weg wieder zurückgehen? Ja, ich glaube schon. Ja, dann düsen wir hier den Weg mal wieder zurück. Ne, und guck mal, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Oh, lol! Das ist jetzt sogar ein anderer Weg. Oh mein Gott. Okay, aber da muss ich Weitsprünge machen. Das ist ein ganz anderer Weg. So, ich glaube jetzt hier tatsächlich einfach immer Weitsprünge setzen, ne? Genau. So, die Frage ist jetzt nur, wo geht's von hier hin? Okay, tatsächlich einfach runterfallen lassen und weiterfliegen. Da ist direkt noch ein Silberstern. Ich finde die Musik immer noch absolut skurril, wenn ihr mich fragt. Aber ich akzeptiere das einfach mal. So, ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo Silbersterne gibt. Ja, okay. Wir kriegen die einfach in der Luft. Das ist sehr schön. Und der Stern spawnt hier unten. Aha, aha, aha. Und, ah, lol. Und die Mission hört auch auf. Cool. Also der Hinweg war so ein bisschen, naja, unspektakulär. Der Rückweg hingegen war richtig geil. Und wisst ihr, was auch richtig geil ist? Ein Daumen nach oben. Danke für euren Support, Freunde. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Oder auch wenn ihr zukommt. Und einfach Spaß habt, okay? Okay. Wir bleiben mit Spaß. Oh, lol. Okay, hier kommt jetzt auch noch ein Komet während der Robotermission. Aber die Robotermission ist ja fake. Das haben wir beim letzten Mal rausgefunden. Da wurden wir einfach übel hops genommen, ne? Na, dann schauen wir doch mal. Also die Kometen bringen ja wirklich immer quasi was komplett Neues in die Galaxie. Was immer super viel Spaß macht. Deswegen freue ich mich tatsächlich fast sogar schon ein bisschen auf die Kometenmission. Boulder Roller Multiromb. Ich habe absolut keinen Schimmer, was damit gemeint ist. Ah. Okay, okay, okay. Wir müssen die Krabben jieten. Oh, nee, nee, nee. Nicht nur die Krabben jieten. Okay. Ach nee, warte mal. Die muss ich gar nicht killen. Digga, was tue ich denn? Warte mal, was ist da? Rock Mushroom? Will appear here. Ah. Moment, da muss ich die killen, damit das Item überhaupt an sich erscheint. Ich verstehe. Ich habe jetzt natürlich viel zu viel Zeit verloren, ne? Also der Try wird's nicht mehr. Oh, ich kann doch gar nicht, ich kann gar nicht schütteln. Ich habe keine Wirbelattacke. So, habe ich jetzt jeden? Ja, tatsächlich. Okay, es kommt ja kein Sound, aber der Kollege hier ist am Start und böllert uns hier rüber. So, und hier muss ich jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, muss ich die killen? Ich meine, ich könnte...
Okay, so, warte mal. Jetzt nehme ich mal dich mit. Wenn ich jetzt wirble? Nee, dann lebe ich. Okay, warum hat das vorher nicht funktioniert? Ja, aber das bringt mir nichts, sie zu töten. Okay. Ah, aber doch, ich kann die einfach nicht weiterschießen, ne? Muss ich mich dann vielleicht absichtlich von den Turms treffen lassen? Nein. Weil ich habe da keine Möglichkeit, mein Rollen zu unterbrechen, ne? Weil ich mache so. Hä? Nee. Sobald ich mein Rollen unterbreche, ist Feierabend, aber ich kann die doch nicht alle auf einmal erwischen. Okay, ich bin stark verwirrt. Aber wahrscheinlich muss ich halt einmal hier rüber rollen, ne? Ja, aber vermutlich. Genau, dann quasi darüber. Aber ich darf. Okay, ich darf nie so einen Hund erwischen. So, nur noch vier. Sehr schön. Ah, shit, noch zwei. Ja, da muss ich nochmal durch, weil die kriege ich, glaube ich, nicht beide auf einmal. Ja. So, ich habe auch noch einen Zaun auf beiden Seiten. Ne? Also prinzipiell machbar. So, sehr geil. Jetzt muss ich noch einmal safe zurückkommen. Die Frage ist ja nur, ob ich jetzt genügend Zeit noch habe, ne? Aber doch. Das passt, Freunde. Okay, aber ich habe jetzt halt echt viel Zeit verloren. Die Frage ist, komme ich jetzt schon zu den Krabben? Okay, es geht hier direkt für mich weiter. Kann ich irgendwas tun? Nee, ist einfach nur ein Zwischenplanet. Ja, ich habe viel Zeit verloren. Ich habe viel Zeit verloren, aber wir gucken jetzt mal. Es ist auf jeden Fall zeittechnisch machbar, ohne Frage. Ich muss halt nur aufpassen, dass ich keinen dieser braunen Blöcke treffe. Weil ich glaube, die böllern mich dann immer so weit hoch, dass ich sterbe. Aber das müsste machbar sein. 7, 6, 5. Ja, doch, das läuft doch gut. 4, 3, 2. So, dann geht mir jetzt noch dich einmal. Doch, Freunde. War einer noch? Nein! Oh, halt doch der Maul. Oh, sind das Schmerzen und Qualen, wirklich. Oh mein Gott. Okay, der Try ist so viel besser. Ich komme mit so viel mehr Zeit an. Holy shit. Voll entspannt, Freunde. Ich habe noch richtig viel Zeit übrig. So, ich muss jetzt einmal da bitte ein bisschen weglocken. Genau. Dass ich dich jetzt einmal wegbekomme. Wunderbar. 40 Sekunden noch übrig. Also voll easy, wirklich. Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich halt nicht zu sterben. Also ich glaube, der schwierigste Planet war der, wo die Kettenhunde waren, wo die in der Mitte standen. Wobei das auch relativ easy geht. Aber super humanes Zeitlimit. Ganz chillig. Ah, sehr spannend. Ich habe jetzt sogar hier die goldene Krone bekommen, obwohl hier noch dieses Roboter-Symbol ist. Also das zeigt auf jeden Fall, dass das Cosmos Collapse sagt, du bist fertig. Okay, sehr spannend. Ja, komm, dann probieren wir diese Wasserfallgalaxie. Ich habe zwar echt Angst, wirklich, wirklich. Weil alles, was man mit Turbo Pfeffer Yoshi zu tun hat, oh, schwer zu steuern ist. Kann man nichts machen. You spin me right round. Florida lässt grüßen. You spin me right round. Wobei, nee, das ist nicht Florida. Aber der hat einen Remix gemacht. Sehr, sehr, sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall, die Wasserfälle sind weg, ne? Die Galaxie war schon mal deutlich schöner. Und jetzt haben wir einfach wieder DK-Musik. Sag mal, warum ist dieser Videospielentwickler eigentlich so eine geile Socke, dass er uns permanent DK-Mucke ermöglicht? Ich liebe DK-Mucke. Oh mein Gott. Turbo Pfeffer It In, meine lieben Freunde. Der Anfang sieht noch absolut entspannt aus. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich jetzt hier ändert. Wir düsen einfach mal los. Na, jetzt lassen wir hier definitiv genügend. Ah, okay. Hier, wo ich jetzt bin, bin ich am Arsch. Ich meine, ich könnte theoretisch so hoch, aber da habe ich gar keine Lust zu. Wir müssen normal hochdüsen. Und ich muss irgendwie an diesen Windrädern vorbeikommen. Jetzt hier schnell rüber. Genau. Oh, what? Wo war das ein Treffer? Are you serious? So, ich hüpfe jetzt hier einfach. Ach nee, wenn ich hüpfe, das klappt nicht. Okay, heißt das, ich muss da einfach ein bisschen Glück haben? Dass die Windräder einfach in so einem Timing sind, dass ich da durchkomme? Das wirkt irgendwie echt heavy, wenn ihr mich fragt. Aber ich darf nicht hüpfen, ne? Sobald ich hüpfe, verliere ich komplett den Bodenkontakt. Wer hätte es gedacht? Ich hasse Turbo Pfeffer Yoshi! Wirklich, ich mag den nicht. Ich finde den so ätzend zu steuern. So, jetzt düsen wir, Freunde. Und jetzt hier rüber. Yo, okay, okay. Ich bin cool damit, ich bin cool damit. So, die Frage ist jetzt, ist hier irgendwo die Kometenmünze? Nee. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Sternring hier unten spawnt. Jawollo, okay. Ersten Planet geschafft. Ich sehe von der Kometenmünze noch gar nichts. Und jetzt, okay, bin ich gezwungen, Yoshi hier abzugeben. Okay. Okay, jetzt wird super interessant. Jetzt kommt diese richtige Jump'n'Run-Passage. Was ich sehr befürworte. Ich mag Jump'n'Run-Passagen. So, einfach nur mit Mario-Skills.
So, macht sehr Spaß. Und jetzt bin ich dead. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Fragezeichenmünze vielleicht zur Kometenmünze führen könnte. Aber das ist richtig gut. Das feiere ich sehr als Challenge. Voll geil. Und da muss ich jetzt am besten hochkommen, ne, ohne Ledge Grab, dass ich da, Moment. Genau, dass ich jetzt quasi dann schon direkt... Oh, nein. Ja, den muss ich direkt mitnehmen, die Coin, ne? Die muss direkt mit. Oh mein Gott, schaut mal. Jetzt habe ich es gerade geschafft, ohne die Münze zu kriegen. Aber das respawnt sehr schnell wieder. Das heißt, man hat hier wirklich einige Tries, die man nutzen kann, bevor es hier für einen weitergeht. Cool. So, okay, und jetzt kommen hier diese sehr, 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 sehr langen Passagen. So, die Fragezeichenmünze ist wieder da oben, aber die sitzt sehr niedrig. Das heißt, wir können hier wirklich mit Long Jumps arbeiten. Ja, okay. So, Fragezeichenmünze, wo bist du? Okay, auf dem hinteren, ich sehe es schon. So, hier, möglichst wenig Kontakt, Freunde. So, ne, sehr früh hier an der Stelle, zack. Und jetzt ein Weitsprung, nein! Oh, wirklich, wirklich, so dumm. Schmerzen im ganzen Körper. So, möglichst wenig Kontakt, dass wir jetzt hier... Genau, einen schönen hohen Sprung setzen können. Und jetzt... Hier, oh nee! Man kann da nicht hüpfen, weil Mario immer kurz den Kontakt verliert. Und dann kann man keinen Sprung setzen. Ja, sehr schön. Okay, das war schon besser. So, jetzt ist die Frage, ist hier drüben was ich brauche? Nee, hier ist einfach Feierabend, ne? Okay, kometenmünzentechnisch sieht es hier auch sehr entspannt aus. Okay, wir gehen einfach weiter. Aber ich sehe keinen Turbo Yoshi. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Muss ich hier auf die Windräder drauf? Geht das? Kann ich mich von denen schieben lassen? Nee. Ich kann mit diesen Windrädern nicht interagieren. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Ja. Let's go, Freunde. Let's go. Man kann an diesem Windrad eiskalt einfach einen Wandsprung machen. Und damit kommt man dann weiter nach oben. So, oh, Bruder, die Kameraperspektive. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Mann? Was ist das für eine Kameraperspektive? Wie willst du da irgendwas spielen, Mann? Okay, aber ich mach mal immer, man kriegt hier ein Backup. Okay, ist hier ein Gomeluma hier drüben? Nee, das ist schön, aber Bruder, wo feuert einen das hin? Okay, quasi hierhin zurück, ja. Ey, dieses Game hat echt Momente, wo man sich einfach nur so denkt, Kamera, so. Man denkt sich einfach nur, Kamera. Oh, Bruder. So, ja, okay, wir sind oben, das ist schön. Warum ist hier so ein Ring? Weil ich könnte da theoretisch auch hoch. Warte mal. Ich muss hier hoch, oder? Ich muss da hoch, um an die Kometenmünze ranzukommen. Ja, okay, nein! Oh, ja! Oh mein Gott! Ich vermute jetzt mal, ich muss hier hoch, um dann wahrscheinlich jetzt... Moment. Irgendwie... Genau, hier hin zu kommen und reinzukacken und alles im Leben zu verlieren. So, wir probieren es nochmal. Habe ich irgendeine Chance, hier was zu reißen? Ich kann versuchen, auf dem unteren zu landen. So, wenn ich jetzt hier hinterhüpfe, genau, kann ich versuchen, auf dem Block hier zu landen. So sieht's aus. So, dann kann ich an dem Windrad das so machen. So sieht's aus. Und dann hole ich mir die Coin, um jetzt irgendwie zu überleben. Let's go. Okay. DK würde sagen, okay. Alter, DK, was machst du denn da? Lol, warte mal, das bringt mich wieder... Lol, ich bin wieder hier? Nee, warte mal, hä? Okay, ich habe gerade beim besten Willen keine Ahnung, wo ich lang muss, Friends. Ich weiß es gerade nicht. Ah, ich muss wahrscheinlich da hoch. Nee, doch, ich muss wahrscheinlich da hin, ne? Ja, da muss ich hin. Das heißt, ich muss jetzt hier hoch, wo ich gerade war, und dann rüberspringen, vermute ich. Yes, wieder hoch, ich bin wieder oben. So, und wenn ich jetzt einfach... hier rüberspringe. Genau. Dann sind wir schon mal am Start. So, jetzt ist nur die Frage, ne, wo ist das Ziel? Ja, hier hoch. Wie geht's weiter? Okay, wir müssen irgendwie da hochkommen. Ich glaube, wir müssen hier quasi genau hier so schräge Sprünge machen. Ach du Scheiße.
Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Let's go. Let's fucking go. Okay, Freunde, jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's sehr gruselig. Ja, 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 genau so, genau so. Den Sprung darüber müssten wir auch so schaffen. Nein, no, Mann. Diese Mission ist so schwer. Ja, 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 das war ein schöner Wandsprung. Das war ein sehr schöner Wandsprung. So, und ich glaube, jetzt muss ich einfach nur noch hier hoch. So, und bitte lass mich darauf stehen. Yes! Friends, we did it! Uja! Uja, war das eine heftige Mission. So präzise Wandsprünge, so lange und immer wenn du runterfällst, quasi dieses komplette Punishment, dass du theoretisch alles wieder machen musst. Heftige Mission. Also das auch immer mit diesen Windrädern zu timen. Und die Windräder haben echt eine weirde Hitbox, dass ein Wandsprung auch nicht immer funktioniert und um die Ecke und da. Uja. So, und ich würde vorschlagen, ich habe irgendwie Lust zu. Lasst uns ein bisschen Motion Control reinbringen, Guys. Irgendwie, ich habe Bock dazu. Ein bisschen balancieren, jetzt so eine entspannte, wo du nicht tausend präzise Inputs machen musst, wo du einfach ein bisschen so wiu machst. Ich hoffe, ich bereue es nicht. So, dann wollen wir doch mal schauen, was das wird, beziehungsweise wo hier die Schwierigkeit in der Mission liegt. Ne? Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich muss hier zu den grünen Stiften, das habe ich schon gesehen. Da ist nämlich der Schlüssel, den wir brauchen. Das wirkt bisher noch sehr normal, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Schwierigkeit hier noch kommt. Ich suche kurz den Planeten ab, ob ich hier irgendwo die Kometenmünze finde. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier sind sehr viele Goombas. Ich kill die mal, weil manchmal kriegt man auch eine Belohnung dafür, alle Gegner zu killen. Nee, leider nicht. Okay, dann würde ich vorschlagen, feuern wir uns weiter. Bisher, glaube ich, ganz normal. Bisher, glaube ich, eine unveränderte Mission. So, aber jetzt wird's interessant. Wir kriegen einen Checkpoint. Okay, okay. Dann darüber. Ja, doch. Bisher voll okay, Freunde. Ich kill weiter die Goombas. Keine Ahnung, ob ich das muss. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich auf die Stachelkollegen drauf. Ah, okay. Probieren wir das Ganze mal. Mhm, mhm. Ich verstehe. Aber machbar eigentlich. Also es wirkt nicht unmöglich. Bruder, wie leise diese Musik hier wird, ne? So, vielleicht komme ich jetzt sogar nochmal wieder drauf. Wow. Das war unnötig schnell, aber es hat geklappt, I guess. So, wenn ich jetzt hier hüpfe, kann ich es dann direkt wieder reaktivieren? Nee, kann ich nicht. Okay. Machen wir es so. Hä? Das ist voll machbar bisher. Dann hüpfe ich jetzt direkt darüber. Jo. Okay, ich glaube, wenn ich die vier aktiviere, dann müsste ich es hoffentlich haben. So sieht's aus. Muss ich nur noch lebend zurückkommen. Ich finde tatsächlich, dass Sternball eine der besten Bewegungssteuerung-Missionen überhaupt ist. Also ich mag zum Beispiel dieses Manta-Schwimmen, bin ich gar kein Fan von. Das steuert sich ganz komisch. Aber ich finde, diese Sternball-Missionen klappen eigentlich immer recht gut. Also da bin ich Fan von. So, avoid the question coins or not. Okay. Oh. Oh, das ist komplett geflippt. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, ach du Scheiße. Da war kein Checkpoint, ne? Bro, ich muss von hier wieder anfangen. Das ist absolut unnötig. So, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall direkt mal die Coin, die jetzt hier in der Mitte ist. Ne? Um dann quasi da irgendwie lebend wieder. Ach du Scheiße. So, okay, jetzt lebe ich immerhin. So, Moment. Oh, Bruder, das ist... Was soll das? Das Ding ist, also ich meine, es wird ja gesagt, avoid the question coins, ne? Ich kann ja jetzt einfach mal durchgehen, ohne die einzusammeln. Ich vermute halt sehr stark, oh shit. Ich vermute halt sehr stark, dass das was mit der... Nein, andere Richtung, ach, fuck it. Dass das was mit der Kometenmünze zu tun hat, ne? Dass wenn man alle Question Coins hat, dass man die Kometenmünze bekommt. Okay, Freunde, jetzt kommt Trick 17. Wie in Kaizo Galaxy. Ich spiegel jetzt einfach mein Gameplay. Warte mal. Klappt das? Ja, das... Nee, das klappt nicht ganz. Es klappt nicht 100% das Gameplay-Spiegeln. Oh, man! Digga, ich krieg das nicht mal ansatzweise hin. Also, das ist so... Weil das ist so komisch gespiegelt.
Also das Vorwärts-Rückwärts ist nochmal anders gespiegelt als das Rechts-Links. Also es ergibt gar keinen Sinn. Also die Kugel macht irgendwas, aber es ergibt null Sinn mit dem, wie du das drehst. Ich ignoriere jetzt die Coins. Und wenn es wirklich die Kometenmünze dafür gibt, jede dieser Münzen zu sammeln, was, glaube ich, an sich schon schwer ist, so, selbst wenn es nicht gespiegelt wäre, so, dann drehe ich. Nee, da hinten ist sogar die Kometenmünze! Ich mach das alles umsonst! Ich habe einfach legit zu viel predicted. Man muss den einfach nur ausweichen. Ich dachte mir, hey, so, wenn der schon so sagt, ne, or not, dass du dann eventuell da irgendwas Spezielles machen musst. Aber ich habe die... Wo ist denn jetzt die? Die Kometenmünze. Ich habe die doch vorhin irgendwo gesehen. Ich habe die gerade eben irgendwo gesehen. Ah, nee, warte. Ich muss wahrscheinlich nur eine einsammeln. Ja, okay. So, jetzt warte, in die Richtung. So, warte, jetzt ganz vorsichtig. Ja, oh, let's go. Bro, was ein Mist. So, und das ist jetzt wieder Vanilla. Also eigentlich hat sich nicht viel geändert. Und ich habe es mir einfach selber so unnötig schwer gemacht. Also so unnötig schwer, dass es nicht in Worte zu fassen. Ich bin gerade an meiner eigenen Psyche einfach gescheitert, weil ich zu viel interpretiert habe, anstatt einfach mal zu überprüfen, was jetzt eigentlich los ist. Und was zeigt uns das? Selbst wenn man etwas vermutet, erstmal überprüfen, statt eine Vermutung direkt als Fakt anzunehmen. Und mit dieser Weisheit verlasse ich euch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Das war Cosmos Collapse für heute. Hier oben ist die nächste Folge, sobald sie online ist. Checkt die ab. Und beim nächsten Mal hoffentlich wieder etwas mehr Progress. Shit, Mann.